Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Sonne. Und zwar geht's heute mal wieder los mit einem Video von mir. Das wollte ich eigentlich schon ganz, ganz lange machen, aber man kennt's, immer kommt irgendwas dazwischen. Und zwar geht's hier mal ans Smartphone und wir gucken uns hier eine App an, die heißt Smart Race. Und da gehen wir jetzt mal direkt rein, warum diese App so geil ist und was man damit machen kann. Das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Also, wir gehen mal direkt rein. Ich zeige euch das Ganze mal hier. Wenn man im Hauptmenü sich befindet, sieht das Ganze hier so aus. Jetzt sagt er auch schon, versuche zur Control Unit zu verbinden. Dann machen wir das Ganze mal. Die Control Unit an. Und das Ganze, was man eigentlich nur dafür braucht, ist dieser App Connect Adapter. Hier habe ich so ein Klebeband drüber gemacht, weil das blaue Licht unwahrscheinlich blau leuchtet. Und wenn ich jetzt die Control Unit angemacht habe, seht ihr, hier ist die Meldung auch verschwunden. Dann sieht der Bildschirm hier so aus. Jetzt könnte ich theoretisch auf Start drücken und ihr seht, die Control Unit macht auch was. Und das freie Training ist sozusagen freigegeben und ich könnte jetzt hier das Fahrzeug bewegen mit meinem Controller. Aber bevor wir das machen, gehen wir erstmal rein ins Hauptmenü und gucken mal, wie wir jetzt hier überhaupt anfangen. Hier gibt es verschiedene Modi, Fahren, freies Training, neues Qualify, neues Rennen, Setup und Analyse. Man kann hier auch Fahrzeugtuning, ist in dem Sinne genau dasselbe, was wir hier bei Speed und Brake einstellen können. Aber wir wollen zum allererst mal einfach erstmal eine Runde drehen, wie das Ganze aussieht von der Zeitnahme überhaupt. Dafür gehen wir auf Fahrzeuge mal und wir können hier einfach neue Fahrzeuge anlegen. Das mache ich jetzt mal. Wir wollen jetzt zuerst hier den Porsche bewegen, deswegen nennen wir das Ganze auch Porsche und das ist der 935er Porsche. 935er Porsche. So, jetzt kann man das hier noch irgendwie Kategorie Tags und so weiter machen und hier noch so ein paar ein paar Eckdaten, Maßstab 1:32, Hersteller Carrera. Hier könnte man noch die Marke angeben, können wir ja mal machen. P wie Porsche. Da ist er. So, Decoder ist Carrera. Standard, alt, neu, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das sind aber alles nützliche Informationen, weil man da ganz gut dann die Fahrzeuge auch vergleichen kann, denn wir haben ja alle schon mal gehört, Carrera, Decoder, die alten sind teilweise schneller als die neuen und da gibt es dann große Unterschiede, wenn man versucht sozusagen die Zeiten zu vergleichen. Oh, jetzt bin ich gerade rausgesprungen. Ich weiß jetzt gerade nicht, welcher Decoder da drin ist, wir machen mal einfach Standard. Reifen sind nicht original, können wir hier auch auswählen. Das ist also schon alles super geil voreingestellt. Franken sagt, ihr wisst ja, ich fahre mit Ortmann-Reifen. Magneten, nein, haben wir natürlich nicht drin. Digital, analog, digital, Sounds. Der Sound, der abgespielt wird, wenn dieses Fahrzeug die Linie überquert. Gefahrene Runden, dieser Wert wird automatisch hochgezählt, aber ich kann manuell editieren. Machen wir jetzt mal nicht. Wartungsintervall, lege fest, nach welchen Runden ein Wartungshinweis für dieses Fahrzeug angezeigt werden soll. Rundenseitwartung, das ist alles also ziemlich geil, das kannst du manuell eingeben. Hier kann man noch irgendeinen Kommentar hinterlegen, brauchen wir nicht. So, jetzt haben wir das Auto erstellt sozusagen, aber wir können auch nochmal, hier haben wir dann noch so Statistiken für das Auto. Ich finde es mal ganz cool, wenn man es immer anhat, wie viel Runden man damit gefahren ist und so weiter. Hast du dann alles ganz genau da auf einem Blick. Aber ich wollte eigentlich ganz gerne nochmal, man kann so ein Bild hinzufügen, bearbeiten, hier ist es, neues Bild aufnehmen, ja, da hast du drauf zugreifen, machen wir mal ein schickes Bildchen von dem Kollegen, zack. So, Foto benutzen, ja, so ist gut. Speichern,
Alles klar. So, das war zu Fahrzeuge. Jetzt brauchen wir natürlich einen Fahrer, den wir anlegen. Dann nehmen wir mal Zatscher. Gesprochener Name. Ja, kann man wahrscheinlich eingeben, dann spricht er den Namen aus, die Computerstimme. Kurzname können wir eingeben, Bild kann ich machen von mir. Eine Startnummer, wenn ich sie haben will. Ach ja, nehmen wir mal die 3. Startnummer, Hintergrundfarbe und so weiter und so fort. Startnummer, Textformat, Fett, Kursiv und so weiter. Machen wir mal Speichern. Kann ich noch ein Bild von mir machen, wenn ich will, aber das brauchen wir jetzt nicht. Und da könnt ihr alle Fahrer, die bei euch so an der Bahn, könnt ihr da mit eintragen. Und dann brauchen wir noch eine Strecke, weil theoretisch können wir die App einfach auch an mehreren Strecken oder mehrere Layouts oder sowas benutzen. Streckenname, ja, immer noch schwierig, weil irgendwie habe ich immer noch keinen Namen für meine Bahn. Deswegen lassen wir mal frei. Also wenn ihr eine Idee habt, schreibt einfach in die Kommentare. Wir nennen sie mal, keine Ahnung, Rouschbahn. Rau Rouschbahn. Rouschbahn. Zack, so. Können wir auch einen Kurzname. Da können wir aber auch mal ein Bild. Machen wir ein neues Bild. Aufnehmen. Ich mache mal von hier ganz hinten. So. Da haben wir nämlich dann die Rouge schön drauf. Zack. Den Ausgang. Länge können wir dann angeben, wird verwendet, um Durchschnittsgeschwindigkeiten zu errechnen. In Zentimeter, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz genau. Rouschbahn, Bild, die anderen Optionen lassen wir erstmal offen. Speichern. Alles klar. So, diese Strecke ist jetzt auch ausgewählt, soweit ich das. Ah, nee, die ist noch nicht ausgewählt. Jetzt haben wir auf jeden Fall alles eingerichtet, was wir so brauchen, und jetzt gehen wir auf die Reglerzuweisung. Jetzt muss ich einen Regler wählen, das ist in dem Fall, habe ich ja hier meinen Pro-Regler, der ist im Moment im Slot Nummer 1, deswegen nehme ich auch den. Den wähle ich, weise ich mir zu, Zatscher. Hier stehen dann die anderen Fahrer auch noch. Und ich wähle ein Auto, das ist unser Porsche hier. Und dann drücke ich auf Speichern. Jetzt bin ich quasi, jetzt kann ich auch noch Controller fahren, könnte ich auch noch hier einrichten. Wenn ich jetzt hier blau sein möchte, dann sieht es so aus. Zack. Was gibt es noch für diverse Einstellungen? Ja, das ist, wird ein extra Video, glaube ich, wenn man da reingeht. So, jetzt können wir einfach mal loslegen. Und wir nehmen neues freies Training. Möchtest du wirklich ein neues freies Training starten? Das laufende Event wird dann verworfen. Ja, machen wir. Rouge. So, Moment, was macht die Hand? Du kannst gerade die mysteriöse Vollbildhand aktivieren. Du kannst jetzt irgendwo auf den Rennbildschirm tippen, um ein Event zu unterbrechen oder fortzusetzen. Haben wir verstanden? Und zwar ist das nämlich quasi der Chaos-Button. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann ist die Bahn angehalten und ohne Strom. Also der Chaos-Button, und wenn ich jetzt wieder auf Start drücke, dann geht's weiter. So, hier können wir noch verschiedene Profile laden, denn man kann hier, auch wir nehmen die Hand mal weg, nochmal Start, denn man kann hier sogenannte Widgets einrichten, wo man zum Beispiel irgendwie die schnellste Runde und so weiter einstellen kann. Zeigt für aktuelle Zuweisung für jeden Regler und lässt sich per Klick direkt den Zuweisungsdialog öffnen. Position, minimalistische Ansicht und so weiter kann man da auswählen, aber das ist auch extra. Wir gucken jetzt erstmal, was wird hier überhaupt angezeigt, wenn wir jetzt erstmal eine schnelle Runde in Anführungsstrichen fahren. Denn die Bahn ist super langsam, mal wieder, weil ich einfach nicht so viel fahre. Aber wir gucken mal. Jetzt ziehen wir ein bisschen die Reifen auf jeden Fall ab. Die sind von sich aus schon voll gestaubt, weil die Fahrzeuge so lange nicht bewegt wurden. Dafür sind die Reifen echt noch in ganz ordentlichem Zustand eigentlich. So, und dann gucken wir gleich mal einfach, was hier so passiert.
Hier sehen wir neuen Streckenrekord. War ja auch die erste Runde. So, mal kurz einen Stopp. Also, was können wir jetzt sehen nach 2 Minuten 15 hier auf dem Bildschirm? Und zwar sehen wir den Namen, das Auto, was ich ausgewählt habe. Und 7 Runden bin ich gefahren. Hier in der Mitte ist der Sprit zu sehen. Also 78% Tank haben wir noch drin. Die schnellste Runde, die beste Runde. Und da drüben, also die beste Runde in lila, ne? Eine 8.1 bin ich am schnellsten gefahren und eine 8.6 bin ich in der letzten Runde gefahren. Dann gibt es hier noch diesen Bildschirm unten links, Rekordjagd. Da sehen wir, dass die schnellste Runde eine 8.1.8 war. Kann man das konfigurieren, dass man es ein bisschen kleiner hat? So, speichern. Ne, andersrum, ein bisschen größer wollen wir es haben. Größe 50%. Zack. So, so sieht es doch besser aus. So, und dann müssten wir gleich, wenn wir ein neues Fahrzeug anlegen, müsste das hier eigentlich dann auch auftauchen. Das machen wir jetzt einfach mal. Bild aufnehmen. Ist auch ein schönes Fahrzeug, muss man sagen. Ich ziehe mal einen Reifen ab, dann seht ihr mal, wie viel Dreck da schon wieder drauf ist. Unterschied der Reifen. Also ich habe die Trainingssession jetzt mal einmal resettet, weil es jetzt eben nicht geklappt hat mit der Rekordzeit, dass er das da anzeigt überhaupt in Audi. Nö, obwohl, nee, ist ja noch keine Zeit gesetzt, weil es ja das erste Mal über Start fiel. Ah, jetzt macht er es. Siehst du, also man muss die Trainingssession einmal resetten, damit er das damit einrechnet. Ja, meine Freunde der Sonne, ich drehe noch ein paar Runden und dann war es das schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Mal gucken, ob ich noch mal ein bisschen mehr zu Smart Race mache. Wenn euch das gefallen hat hier alles, dann lasst einen Daumen nach oben da und gerne ein Abo. Ich freue mich einfach, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Jawohl. Und bis zum nächsten Mal.